hier irgendwie noch Zeit kaufen, damit sein Team weiter rotieren kann. Schafft er nicht. Der kriegt direkt den Headshot. Und auch People Run, das schaut nicht unbedingt solide aus, der Spray. Er kriegt einen dadurch, aber nur einen. Jetzt ist die Frage, was kann Future hier eventuell noch auf der Side machen? Er steht hier noch versteckt und ich denke, sie rechnen nicht unbedingt. Doch, die rechnen damit. Sie sprayen jetzt auch durch die Smoke. Future ist immer noch nicht gespottet. Jetzt sind endlich. Smoke fliegt, ja. Er flasht sich jetzt selber noch mal rein, findet damit einen Frag und die Bombe war tatsächlich alleine vor der Smoke und oh. Alle drei! Und in dem Fall, ja, bewahrheitet sich das auch QK hier mit einem sehr einfachen Spraydown. Oh, und das wird jetzt tatsächlich, wenn er, ich bin mir nicht sicher, ob er 100% gespottet ist, aber das wird ansonsten schwierig für ihn. Einen Frag hält er auf jeden Fall. Versucht hier nochmal den Bank durch die Smoke, er schießt den nächsten Schuss, aber People Run hittet seine Shots irgendwie nicht. QK lebt immer noch! Wie ist der Typ denn immer noch nicht tot? Den nächsten Flagshot hittet er auch noch! Future schießt nochmal! Findet den ersten, er weiß auch, wo der zweite ist, er findet auch den zweiten. Für Ofko eSports, 4 Spieler. Oh, der Boost, der könnte viel Impact haben. Es wird allerdings davon abgesehen, die Bombe jetzt halt einfach in der Smoke zu defusen. Jetzt kommt der Defuse rein, allerdings der Defuser wird direkt wieder gekillt und es ist jetzt halt an Wucher, das irgendwie für Bielefeld zurückzuholen. Ansonsten, er versucht es mit dem Ninja Defuse. Der Ninja Defuse wird nicht klappen und Ofko eSports wird Uniliga-Meister im Wintersemester 2020-2021.